eine Expertin und zwei Experten geladen, mit denen wir das hier diskutieren möchten. Das ist zum einen Petra Rietzler, die Fremdsprachensekretärin an der Universität in Konstanz ist, seit 19 Jahren mittlerweile Elternvertreterin, davon 14 Jahre an einer Schule in Konstanz. Seit 2014 ist sie stellvertretende Vorsitzende der GEB, also der Gebhardt-Schule, Elternbeirats in Konstanz und Mitglied im Ausschuss für Bildung und Sport. Ebenfalls seit 2014 ist sie im Landeselternbeirat und dort seit 2017 stellvertretende Vorsitzende. Sie gehört der SPD in Konstanz an, ist dort stellvertretende Vorsitzende und Kandidatin für den Landtag nächstes Jahr. Der zweite Gast ist unser Fraktions- und Landesvorsitzender der SPD in Baden-Württemberg, ist zugelassener Rechtsanwalt, seit 2009 im Landtag in Baden-Württemberg, dort zunächst Sprecher für den Datenschutz und Medienpolitik, dann 2013 und 2016 selbst Kultusminister in der Landesregierung, seit 2016 Fraktionschef im Landtag und seit 2018 Landesvorsitzende der SPD in Baden-Württemberg und digital im Amt bestätigt. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Andi, mit 95%. Ich rechne gerade zurück, vor 3 Wochen oder 2,5 Wochen, am 14.11. Dann David Warneck, der Lehrer an einer Gemeinschaftsschule auf den Ostfeldern ist, trat während seines Studiums in die GEW ein, und ist Vorsitzender des GEW-Kreisverbands Esslingen. Er leitet den landesweiten AK Digitalisierung der GEW in Baden-Württemberg und ist Vorstandsmitglied des Hauptpersonalrats der Gemeinschaftsschulen sowie sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren beim Kultusministerium. Also sehr nah und direkt dran beim Kultusministerium und wo eben diese Fragen zur Digitalisierung auch besprochen werden. Ich möchte euch drei ganz herzlich begrüßen, dass ihr euch bereit erklärt habt, heute Abend mit uns dieses wichtige Thema Bildung zu diskutieren. Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung oder des Fritz-Erler-Forums hat auch vor kurzem ergeben, dass Bildung das Top-Thema für die Bürger und Bürgerinnen in Baden-Württemberg ist. Also Digitalisierung ist da nur ein Teil, aber Bildung generell. Und ich möchte anfangen mit einer Einstiegsfrage an das ganze Panel, aber vielleicht zunächst mal an Andi. Corona hat zu mehr Dynamik geführt und vor allem auch zu mehr Geld. Dennoch kommt die Digitalisierung nur sehr, sehr schleppend voran. Am Geld scheint es also nicht zu liegen. Woran, wenn es nicht am Geld liegt, woran liegt es deiner Meinung nach, Andi? Müsste noch das Mikro, genau. Jetzt müsste ich zu hören sein. Das ist eine durchaus einfach klingende, aber schwer zu beantwortende Frage. Das, was wir gerade im Moment erleben, was wir im März, April erlebt haben, dass Schulen zu sind, das ist ja wirklich, ich sage jetzt mal, ein Zustand, den wir alle nicht vorhergesehen haben. Dass also wir eine Situation haben, wo das Thema Fernlernen, also Kinder sind nicht in der Schule, wo sie eigentlich sein müssten, sondern sind zu Hause. Das hat natürlich zusätzlich zum Thema Digitalisierung nochmal besondere Fragen aufgeworfen. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wir haben natürlich in dem großen Tanker Schule schon auch sehr viele Beharrungskräfte. Die Schulen, auch viele Lehrkräfte, sind, was ihren Unterricht, ihre pädagogische Arbeit angeht, den Umgang mit digitalen Möglichkeiten nicht gewöhnt, weil es teilweise nicht in deren Ausbildung war, weil zu wenig Fortbildung in dem Bereich stattgefunden hat und weil eben technische Möglichkeiten an den Schulen nicht vorhanden waren. Die technischen Möglichkeiten jetzt nachzuholen, das geht bei Endgeräten schneller, die muss ich eben dann verteilen. Damit habe ich aber noch nicht das Problem gelöst, wer sie zum Beispiel administriert, ja, also wer sie technisch betreut. Dann habe ich aber immer noch nicht die Fähigkeiten bei den Lehrkräften zu sagen, wie setze ich das sinnvoll pädagogisch ein. Das heißt, wir brauchen da Entwicklungszeit
Und Corona kam relativ zügig und schnell und viele hatten diese Entwicklungszeit nicht. Viele haben trotzdem sich im März, April auf den Weg gemacht und da ist viel passiert. Und ich hoffe, dass dieser Lerneffekt aus der Corona-Krise dazu führt, dass wir die Dynamik auch ein Stück weit in die Zukunft mittragen, wenngleich die Ursache für die Dynamik natürlich kein positiver Anlass war, sondern ein negativer. Aber es sind wirklich mehrere Gründe, die uns im Moment vor, ich sag mal, unter erheblichen Handlungsdruck setzen. Vielen Dank. Du sprichst von Beharrungskräften, Andi. Dann die Frage reiche ich mal so weiter an den Lehrer. Sind diese Beharrungskräfte, David, sind die Beharrungskräfte wirklich so immens oder liegt es eher an, wie gesagt, am Geld? Liegt es nicht? Liegt es eher an den mangelnden, Andi hat es angesprochen, Fortbildungsmöglichkeiten oder auch Konzepten? Da ist ja viel in der Diskussion. Wo siehst du da die größeren Probleme oder die größten Herausforderungen? Ja, ich glaube, Fortbildung ist mit Sicherheit ein Thema. Wir müssen die Lehrkräfte mitnehmen, auch diejenigen, die es bisher nicht gewohnt waren. Aber nicht nur die Fortbildung, sondern auch wirklich die Lehrkräfteausbildung spielt eine zentrale Rolle. Wir müssen das schon an den pädagogischen Hochschulen, Universitäten und in der zweiten Phase im Referendariat fest verankern. Medienbildung, Mediendidaktik, Medienpädagogik, das sind die Stichworte, die eine Rolle spielen. Und die sind unverbindlich. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist aber bezüglich auf die Beharrungskräfte. Aus eigener Erfahrung, ich gehe mit einer Klasse mit 20 Schülern in den Computerraum und sowas gibt es heute noch in Schulen. Also das ist nicht so, dass wir die 1-zu-1-Lösung haben und jeder hat ein Tablet da. Und ich gehe in den Computerraum und von den 20 Computern funktionieren aber 5 nicht. Und ich gehe dann erstmal diese 5 Computer an, bis alle hochgefahren sind, bis alle arbeiten, dann ist die Stunde vorbei und das demotiviert auf der einen Seite und das frustriert auch auf der anderen Seite und wenn man dann auf der anderen Seite hört, dass man im Bildungsplan Medienbildung in Klasse 5 verankert hat, dass es die Leitperspektive Medienbildung gibt, es liest sich alles schön, was da drin steht. Aber die Lehrkräfte sind dann frustriert, wenn sie an ihrer Schule wahrnehmen vor Ort, dass die Technik, die vorhanden ist, nicht funktioniert oder vielleicht sogar gar nicht erst vorhanden ist. Und da braucht es keine Überzeugungsarbeit, sondern braucht es tatsächlich die Technik an den Schulen. Herzlichen Dank. Wie ist es aus, also gerade die Beharrungskräfte, wie ist es aus Sicht der Elternbeiräte? Sind da ähnliche Beharrungskräfte, die vielleicht auch eine gewisse Skepsis vor digitalem Lernen haben? Oder wie schätzt du das ein, Petra? Das hat sich, glaube ich, ganz schön geändert. Vor 5 Jahren, kann ich mich erinnern, war das auch nochmal noch Thema. Also WLAN, ist es gefährlich oder nicht? Also strahlungstechnisch, das ist, glaube ich, jetzt gar kein Thema mehr. Also was man aus Elternseite erlebt, es ist zum einen mal Beharrungskräfte der Lehrer. Entschuldigung, David, aber das muss ich schon sagen, es gibt Lehrer, die haben sich bis jetzt geweigert, einfach eine E-Mail-Adresse einzurichten. Das eine, manchmal konnten sie es nicht vom Schulträger aus oder gesagt, nee, also E-Mail, das ist jetzt nicht mein Thema, das ist nicht mein Kommunikationsmittel. Gibt es jetzt tatsächlich auch noch, gerade kürzlich Originalton gehört von einer Grundschullehrerin. Also da schüttle ich nur den Kopf und denke, das kann nicht sein. Eltern haben schon Sorge teilweise gehabt, was passiert da eigentlich, was machen die Kinder? Wurde auch so ein bisschen kommuniziert, das muss man auch sagen, auch von der Kultusministerin noch vor einem Jahr, die Kinder wischen und zu viel rum auf dem Handy und spielen zu viel und machen zu viel, also die müssen erstmal lernen, wo der Ausknopf ist. Das macht auch was. Tatsächlich ist aber jetzt vom Landeselternbeirat, da sind wir ja schon lange dran, das Thema, also das voranzutreiben, da haben wir auch schon lange gefordert, eben, wie Andi und David gesagt haben, in Fortbildung, wir müssen die Lehrer fit machen, wir müssen auch überlegen, was gibt es für Konzepte, also digitaler Unterricht ist ja was anderes, als einfach nur PDFs hin und her schicken. Da muss man ja ganz andere Aufgabenstellungen machen und da kann man wahnsinnig viel machen und da sind wir eigentlich schon enttäuscht, dass da immer noch nichts weitergegangen ist. Bevor ich weiterfragen, möchte ich auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die Zuhörer und Zuhörerinnen hier mit einbinden. Im Endeffekt, wo die größten Herausforderungen dieser Digitalisierung aus Sicht auch der Teilnehmer sind.
und würde dich bitten, Tim, die Umfrage einmal einzublenden. Sie haben zwei Auswahlmöglichkeiten. Bitte wählen Sie, Sie haben 90 Sekunden, wählen Sie bitte zwei Dinge aus, zwei dieser Punkte, diese acht Punkte, wenn mich nicht alles täuscht, aus und damit wir so ein bisschen die Temperatur nehmen können, wo Sie denken, dass die größten Probleme liegen im Bereich der schnelleren oder überhaupt der Digitalisierung für die Schulen. Es füllt sich. Wir haben 61 Teilnehmer, die Hälfte hat abgestimmt. Ja. Ein paar fehlen noch. Okay, ich würde sagen, wir beenden die Umfrage. Vielen Dank fürs Feedback. Mhm. Und hier die Resultate. Danke, Tim. Da haben wir zwei Spitzenreiter für die Infrastruktur, also die Netzwerktechnik in den Gebäuden, Breitbandanschluss etc., also für und an den Schulen die Infrastruktur sowohl als wie auch die Entwicklung pädagogischer Lerninhalte und Konzepte ganz knapp vor der digitalen Fortbildung von Lehrern. Das spiegelt sich natürlich schon sehr stark mit dem, was ihr auch gesagt habt. Einer der Punkte, der mir auch in der Vorbereitung für heute Abend immer wieder über den Weg gelaufen ist, ist ein zentraler Kritikpunkt auch von Bildungsforschern, das Fehlen pädagogischer Lehr- und Lerninhalte sowie von Lernmaterialien. Also da die Frage ist, was vermitteln wir und wie vermitteln wir das? Wo seht ihr da den Stand in Baden-Württemberg? Weil ihr habt es alle schon gesagt, also technisch kann man das relativ schnell mit Geld lösen, zumindest die Endgeräte. Vielleicht nicht unbedingt den Breitbandausbau oder die technische Ausstattung der Schulen in Form von Netzen, die dementsprechende Datenmengen auch verarbeiten können, weil da braucht man auch erstmal die Firma, die das macht. Und die Fortbildung geht auch schneller schneller im Gegensatz zu Konzepten. Wo seht ihr Baden-Württemberg? Also seht ihr da auch den größten Bedarf und was muss da noch stärker gemacht werden? Gibt es da vielleicht auch positive Beispiele, Petra, gerade in Bezug auf Lernkonzepte, die da schon entwickelt wurden? Das wäre so eine Frage. Ja, vielleicht muss man da einfach mal davon ausgehen, dass man jetzt die analoge Welt nicht in die digitale Welt einfach übersetzen kann. Also dieses, ich habe zwar den schönen Ausbruch, es ist nicht dieses lineare Wissen, sondern fragmentiertes Wissen kann man da vielleicht viel besser vermitteln. Und es gibt ja jetzt Schulen in Baden-Württemberg 2, die haben jetzt gerade den Deutschen Schulpreis bekommen. Also die zwar einmal in Durmersheim und einmal in Wutöschingen. Die sind ja schon lange in dieser digitalen Welt unterwegs, in dieser konzeptuellen Welt, die das schon alles ganz anders aufgestellt hat. Und ich glaube, von diesen Schulen könnte man sehr viel lernen. Da könnte man, ich sage da immer, da ist einfach Abschreiben und Spicken erlaubt. Und dann die Frage nochmal zurück, Petra. Wird denn auch abgeschrieben? Einer der großen Kritikpunkte gegenüber dem Kultusministerium ist ja, dass die Kommunikation mit den Bildungsträgern und mit den Bildungsakteuren nicht ausreichend stattfindet. Wird da sowas auch vermittelt, dass also Konzepte, die bereits da sind, also Expertise, die bereits vorhanden ist, auch eingebunden wird? Also was wir von Elternseite mitkriegen, nicht viel. Was jetzt aber so, das kann ich jetzt auch sagen, ich bin auch im Verein für Gemeinschaftsschulen aktiv und die machen was ganz Großartiges. Die haben auch ein Schulnetzwerk, also Schulleiternetzwerk, wo da einfach das Wissen auch und die Fragen auch geteilt werden. Und ich glaube, das ist auch ein Weg, dass die Schulen sich die Netzwerke einrichten und sagen, das läuft bei mir super und probier doch mal das. Oder hast du eine Idee, wie macht ihr das denn? Es ist ja auch jede Schule ein Stück weit anders und man kann nicht eins zu eins kopieren, aber Anregungen, Tipps, Vernetzung, und das ist ja jetzt in der digitalen Welt viel einfacher. Und ich glaube, da müsste man noch viel mehr
darauf achten und es nicht nur darauf warten, dass es von oben kommt und von oben aber auch nicht hier sagen, ihr dürft nur das machen oder jenes. Da muss man auch ein Stück weit Freiheit gewähren. Da vielleicht die Frage an Andi, was denn von politischer Seite da gefordert wird, gerade im Bereich, wenn es um die Kommunen, um die Schulträger geht, wie solche Konzepte erarbeitet werden, also das Dezentrale versus das Zentralistische, also wird alles vom sollte alles vom Kultusministerium vorgegeben werden oder müssten das Schulen eher in Zusammenarbeit mit der Kommune erarbeiten, solche Konzepte oder in Kooperation mit anderen Kommunen? Wie ist da die Schwerpunktsetzung bei euch? Also es gibt in der Diskussion, gerade was das Verhältnis Land zu Kommunen angeht, natürlich eine sehr starre Definition, die aber in der Praxis letztlich nicht funktioniert. Die starre Definition heißt, die Kommunen ist für das Gebäude und für die Ausstattung zuständig und das Land ist für den pädagogischen Prozess, der innerhalb der Schule stattfindet, zuständig. So. Mhm. Und die Frage ist ja, kann man das so strikt voneinander trennen? Ich halte das schon mal für einen Grundfehler, weil dadurch entsteht ganz oft so eine Art Verantwortungspingpong. Das fängt ja schon an bei dem Thema IT-Administration. Ja? Wer zahlt es denn jetzt? So. Darüber kannst du noch 1000 Jahre diskutieren und lässt die Schulen dann allein mit dem Thema. Und deswegen diese Diskussion Bund, Länder, Kommunen, ich meine, Bildung ist zu wichtig, als dass wir so einen Kompetenzpingpong spielen. Ich sehe es so, dass wir in den nächsten Jahren, wenn Deutschland und Baden-Württemberg aufholen will, erstmal natürlich ein vernünftiges Kultusministerium brauchen. Und dieses vernünftige Kultusministerium muss den Schulen als Partner und Ratgeber zur Seite stehen. Mhm. Nicht als Diktator, der von oben Dinge draufpfropft. Weil ich merke, dass an vielen Schulen ja viel Kreativität und vor allem auch pädagogische Fähigkeit da ist, die weit über das hinausgeht, was manchmal aus dem Kultusministerium kommt. Also ich hätte schon gern Freiräume in den Schulen. Und ich merke das ja jetzt, das, was die Petra angesprochen hat. Schulen, die, ich sag mal, Freiräume auch von ihrer Kommune bekommen haben, weil sie das Geld dafür hatten. Die haben das, wie in Wutöschingen als Beispiel, oft auch in den Gemeinschaftsschulen sehr gut eingesetzt, weil die haben das, um was es jetzt eigentlich geht, nämlich Individualisierung von Lernprozessen, die haben das schon viel früher angelegt bei ihren Schülerinnen und Schülern. Und für die war der Lockdown im März, April jetzt kein Stopp, sondern die haben einfach weitergearbeitet, weil sie das pädagogische Konzept ist ein anderes. Da ist nicht ein pädagogisches Konzept, einer steht vorne und 30 hängen an den Lippen dessen, der da vorne steht. Sondern da findet sehr viel auch selbstorganisiertes Lernen statt. Da ist verstanden worden, dass Pädagogik was mit Individualität zu tun hat. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich auch den Sinn von Digitalisierung in der Schule sehr viel besser verstehen. Weil dann ist es eben nicht, dass ich quasi anstatt auf die Tafel auf mein iPad gucke, sondern dass ich die Individualität von Schülern beim Thema individuelle Förderung auch viel besser aufgreifen kann. Und das müssen Lehrer aber wissen. Da gehört sowas wie Analysefähigkeit dazu. Da gehört letztlich Diagnosefähigkeit dazu. Der Lehrer muss erkennen, was braucht der Schüler oder die Schülerin. Und das ist ein ganz anderer Blick, als, ich sage mal, im klassisch-analogen Unterricht, das vielleicht viele noch gewöhnt sind. Also da gehört mehr dazu als das Verteilen von Geräten. David, wie würdest du dich diesbezüglich äußern? Ich meine, du bist Lehrer, du bist in der Schule. Wie ist es bei euch? Also gerade mit individuellem Lernen, Entwicklung von Lernkonzepten bei euch konkret vor Ort in der Schule? Spielt natürlich eine Rolle, weil es eine Gemeinschaftsschule ist. Da spielt, wie schon gesagt, die Digitalisierung nur eine zweitrangige Rolle, weil es um individuelle Lernkonzepte in Summe geht. Das ist das Prinzip der Schulart. Aber auch darüber hinaus, also ich bei mir im Kreis in der Nähe habe ich neulich eine Gemeinschaftsschule auch besucht, die ein Medienkonzept schon vor Jahren entwickelt hat und die Kommune fand es gut und hat die gesamte Schule, alle Schülerinnen, alle Schüler, die Lehrkräfte mit iPads ausgestattet, hat die Schule digitalisiert, Internet ist vorhanden in allen Lernräumen und die sind es gewohnt, damit zu arbeiten. Das ist, und da gab es auch nach einer gewissen Zeit keine Probleme mehr. Also dieses Medium wurde dann irgendwann nicht mehr zum Konsumieren benutzt, sondern zum Produzieren, um Inhalte zu erarbeiten und um zu lernen. Und kaum kam im März der Lockdown und die Schulen wurden geschlossen, hatte diese Schule
keinerlei Probleme, die Schülerinnen und Schüler zu erreichen, Aufgaben bereitzustellen, individuelle Angebote zu machen, nachzufragen, wie geht es euch eigentlich? Die Schülerinnen und Schüler waren es schlichtweg gewohnt. Und dann habe ich mit einer anderen Schule gesprochen, ein Gymnasium in der Nähe. Die haben mir gestern, als ich mit Lehrkräften gesprochen habe, gesagt, sie haben seit gestern WLAN im Lehrerzimmer. Und das sind einfach diese massiven Differenzen. Und die hängen natürlich auch vom Schulträger ab. Mhm. Wer sich's leisten kann, ist das eine. Aber vor allem, wer sich's leisten will. Wer Bildung diesen Stellenwert einräumt und sagt, wir finden das Konzept gut, da haben sich Lehrkräfte aus sich heraus die Mühe gemacht, weil sie dahinter stehen und weil sie es gut finden und weil sie engagiert sind, so ein medienpädagogisches Konzept an der Schule zu fahren. Und das macht sich nicht nur während Corona bezahlt. Das wird auch darüber hinaus langfristig einen positiven Einfluss auf die Schülerinnen und Schüler haben, auf das gesamte Schulklima haben. Die Eltern sind zufrieden, weil sie wissen, dass sie die Lehrkräfte erreichen können. Das sind alles die Punkte, aber es darf nicht mehr Leuchttürme sein, sondern das muss ein Standard in Baden-Württemberg sein, dass sowas möglich ist. An der Stelle würde ich dann aber gerne fragen, Andi hat es Verantwortungspingpong genannt, die Schulen haben ja auch Konzepte erarbeitet und haben die das, in welchem gesetzlichen Rahmen haben die das getan? Also wenn man sagt, naja, die Kommunen, der Schulträger ist für die Ausstattung zuständig, also für die Behausung etc. der Schule zuständig und für die technische Ausstattung, aber die Konzepte, die Inhalte müssen dann oder werden gesetzlich vom Land vorgegeben. In welchem Rahmen haben die dann, welche Freiheiten konnten die nutzen, die Schulen? Die Freiheiten sind vorhanden. Man muss nur in den Bildungsplan schauen. Das, was in dem Bildungsplan mit der Leitperspektive Medienbildung, die fächerübergreifend ist, reingeschrieben wurde, das würden viele Schulen gerne umsetzen, sie können es aber nicht. Und die Schule hat sich ans Werk gemacht und hat die Inhalte, die da schon drinstehen, die eigentlich verbindlich für Baden-Württemberg sind, mehr oder weniger, endlich mal umgesetzt, hat den Schulträger davon überzeugt, dass sie dann dafür aber auch die entsprechende technische Ausstattung brauchen. Der hat mitgezogen und dann war es einfach möglich. Und insofern glaube ich gar nicht, dass das KM oder wer auch immer da viel regeln muss. Die Bildungspläne geben viel her, die müssen regelmäßig überarbeitet werden. Das steht vollkommen außer Frage. Und wir müssen auch entsprechend der Bildungspläne und entsprechend dem Stand der Technik Fortbildungen aufsetzen, die sich immer an den neuesten Entwicklungen orientieren. Das steht für mich außer Frage. Aber der Bildungsplan ist so formuliert, dass er A, viele Freiheiten lässt und dass er das Große und Ganze im Blick hat und nicht irgendwelche Details. Vielleicht noch einen Satz dazu. Mhm. Das Fach Informatik wurde jüngst eingeführt, sodass auch hier der Bildungsplan neues Fach geschaffen wurde. Das, was da drin steht, unterschreibe ich zu 100%. Das ist wichtig. Da geht es um Codierung, da geht es um Rechner, da geht es um Netze, da geht es um Algorithmen, da geht es um eine informatorische Grundbildung, die Schülerinnen und Schüler in einer Welt des 21. Jahrhunderts brauchen. Bloß, auch hier wieder, die Lehrkräfte würden es gerne umsetzen oder sie sollen es umsetzen, aber sie haben einfach nicht die Mittel und die Möglichkeiten. Okay, das ist sehr interessant, weil dann scheint es einen gewissen Freiraum zu geben, abseits des Ministeriums, auch wenn man sich hier und da, denke ich, schon ein bisschen mehr Unterstützung vom Ministerium wünschen würde, vielleicht gerade was die vorhandene Expertise und Vernetzung dieser Expertise, wenn ich das richtig verstehe, anbelangt. Petra, wie nimmst du das als Elternbeiratsvorsitzende oder als stellvertretende Beiratsvorsitzende wahr? Findet da genügend Austausch statt? Also was können die Eltern machen, da zu forcieren oder der Elternbeirat tun, um das zu forcieren, dass man von diesen Schulen, die ausgezeichnet wurden oder von denen, wo gerade David gesprochen hat, lernen kann? Weil nicht jede Kommune ist gleich finanzstark. Vielleicht gibt es aber Sachen, wo man poolen kann, dass man einen gemeinsamen Server anschafft, anstatt dass jeder selber einen Server anschafft. Also solche Dinge. Wird das diskutiert bei euch, dass die Eltern da auch Druck machen? Oder? Also das ist unterschiedlich. Da bohrt man unterschiedlich dicke Bretter. Da sind Kommunen, die haben auch also den entschiedenen politischen Willen, da was zu machen. Andere Kommunen, habe ich jetzt gerade neulich erst gehört, der sagt, naja, die hat es jetzt noch alles nicht, die Schule, aber dann sage ich, naja, aber ihr braucht doch, der Medienentwicklungsplan muss jetzt noch nicht da sein, ihr könnt auch die Schule vorher ausstellen. Nein, das mache ich nicht, sondern stelle mir irgendwas hin und dann machen die nichts. Und ich sagte, wo ist die Henne, das Ei? Also die dürfen das, die können ja nicht irgendwie im luftleeren Raum arbeiten. Also das kommt immer drauf an und als Eltern oder also gerade die Gesamtelternbeiräte sind ja da immer gefragt, weil die ja verantwortlich sind für ihre Schulen.
dicke Bretter bohren im Gemeinderat, beim Bürgermeister, beim Schulbürgermeister. Man erlebt oft, die Gelder sind bereitgestellt, dann werden die aber teilweise nicht ausgegeben, wenn man wieder wartet auf irgendwelche Entscheidungen wieder vom Kultusministerium, also siehe Medienentwicklungsplan, nicht, dass ich vorher Geld ausgebe und dann verpasse ich dann irgendwelche Förderungen, dann muss ich auf irgendwelche Förderungen verzichten, da weiß der Andi wahrscheinlich besser Bescheid. Und das ist, wo Eltern jetzt auch, die Gesamtelternbeirat, die sich auch schon zusammengetan haben und gesagt haben, da muss was passieren. Ich sehe das schon schwierig teilweise für die Kommunen, das zu stemmen, weil es liegt ja nicht nur daran, dass die Geräte sind, die Ausstattung, dann die Last Mile fehlt ja oft. Also wie kriege ich diesen Breitbandanschluss her? Wie komme ich denn mit den Telekommunikationsdiensten zurecht? Und als Eltern kann man immer nur versuchen, über den Gemeinderat oder Stadtrat an Bürgermeistern versuchen, da zu machen. Schulleiter, gute Schulleiter, haben das auch gemerkt, dass Eltern das gleiche Ziel haben, oft wie die Schulleiter, und gehen in Kooperation. Und ich hoffe, dass sich dieses Verständnis auch langsam wandelt und Schulleiter die Eltern nicht als potenziellen Gegner da sieht. Mhm. Ist ja oft so, wir und ihr, nein, im Prinzip haben beide das gleiche Ziel, gute Schule für die Kinder. Und da ist aber schon noch Luft nach oben an manchen Stellen. Mhm. Andi, du wolltest darauf reagieren oder was sagen dazu? Ja, weil genau diese Frage, sind die Kommunen da alleingelassen? Ja? Wir haben tatsächlich ein Problem, wenn Kommunen je nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit halt Schulen unterstützen können oder nicht gut unterstützen können. Und das hat auch was für mich mit Bildungsgerechtigkeit zu tun. Da geht es nicht nur um die Frage, in welchem Elternhaus kommt ein Kind zur Welt und wächst auf, sondern auch, es kann doch nicht sein, dass es einen Unterschied macht, hinter welchem Ortsschild jemand aufwächst. Ja? So, das darf jedenfalls sich nicht auswirken. Und deswegen, das ist ja der Grund, warum der Bund gesagt hat, also die Länder, wenn wir darauf warten, dass es die Länder allein machen, dann warten wir noch 10 Jahre. Deswegen hat der Bund, das ist ja nicht wenig Geld, schon 2016 die sogenannten Wanka-Milliarden. Ich sage das nochmal, weil das haben wir alle schon vergessen. Damals gab es Diskussionen, ob Geld vom Bund an die Kommunen über die Länder weitergereicht wird zur Digitalisierung. Da ging es vor allem um die technische Ausstattung. So, weil man gemerkt hat, die Kommunen sind überfordert und die Länder bringen es auch nicht fertig. Dann hat man ein Jahr gebraucht, Frau Wanka hat es nicht hingekriegt, mit den Kultusministern eine Einigung hinzukriegen. Dann war Frau Wanka weg, dann hieß es Karliczek. Karliczek war genauso langsam und dann fing unser Ministerpräsident Kretschmann an zu schreien, um Gottes Willen ja kein Geld vom Bund, weil der will uns ja nur die Bildungshoheit wegnehmen. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Das ist sowas von doof, weil wenn mir einer eine Leitung zahlt oder auch die technischen Endgeräte, dann pfuscht er mir noch lange nicht in mein Handwerk, was Bildungskompetenz angeht. Ja? Das ist eine Unterstützungsleistung. Und ich finde, dass wir als SPD da immer geschoben haben auf Bundesebene, dass es endlich passiert. Wir haben gegen Widerstände in den Ländern, die immer mit Föderalismus-Argumenten gewunken haben, gearbeitet. Und letztlich haben wir es dann geschafft. Und das, was jetzt in der Corona-Krise passiert ist, dass nämlich die Endgeräte nochmal besonders bezuschusst wurden. Das war Saskia Esken als Parteivorsitzende, die bei der Merkel so lange auf den Putz gehauen hat, dass nochmal dieses Geld für die Endgeräte auf den Tisch gelegt wurde. Nur deswegen haben ja jetzt die Schulen, also zumindest in einer gewissen Zahl, diese Endgeräte gekriegt. Aber da seht ihr, wie viel Zeit verloren geht. Und das liegt leider daran, dass Politik oft erst handelt, wenn Leidensdruck da ist. Und der Leidensdruck war nicht wirklich so groß und deswegen hat man nicht agiert. Und jetzt ist er sehr groß und jetzt kann es nicht schnell genug gehen. Das heißt, es hat natürlich daran gemangelt, dass die Leute dieses Thema wirklich ernst genommen haben. Da sprichst du natürlich was an. Der Handlungsdruck ist enorm gestiegen und auf einmal wird es dann recht hektisch. Also so ein Aspekt, den man sich dann auch immer fragt, das, was du gerade gesagt hast, Andi, was bringen? Vor dem Hintergrund fragt man sich dann, der Bund schüttet Milliarden aus, das Land schiebt nochmal 500 Millionen hinterher, es werden Endgeräte gekauft, dann habe ich gelesen, dass Baden-Württemberg aufgrund von einer Anfrage einer anderen Partei im Bundestag nach dem Breitbandanschluss, also dem Atlas dafür, Schlusslicht in Deutschland ist. Also ein reiches Land wie Baden-Württemberg ist das letzte, also mit den Stadtstaaten können wir nicht konkurrieren, aber mit den anderen Flächenstaaten, und da ist selbst NRW, die ja massiv finanzielle Probleme haben in vielen Kommunen, sind um einiges weiter vor uns. Das heißt,
die Endgerätebeschaffung ist schön und gut, aber wenn dann auch ein Medienentwicklungsplan oder Konzept steht, man hat die Endgeräte etc. und dann fehlt der Breitbandanschluss, man hat dann 50 Mbit oder so, das für eine Schule nicht mehr annähernd reicht, dann also da kam natürlich dann die Frage auf, warum hinkt da Baden-Württemberg so extrem hinterher? Jetzt habe ich gelesen, 45 Millionen sollen da zusätzlich investiert werden. A, warum hinken wir so weit hinterher? Und B, reichen 45 Millionen für das? Das sind 45 Millionen ein Tropfen auf den heißen Stein. Mhm. Wir haben in Baden-Württemberg schlicht und einfach das Problem, dass das Netz insgesamt nicht schnell genug, stark genug ausgebaut wurde. Das heißt, wir haben dann gemerkt, da ist ein Flaschenhals, dann hat man sehr viel Geld reingesteckt, aber das konnte gar nicht abgearbeitet werden, weil die Baufirmen gar nicht mehr die Aufträge annehmen konnten. Das heißt, da ist ein Stau aufgelaufen und den muss man jetzt so schnell wie möglich beheben. Aus meiner Sicht muss man da, und das sollte Geld keine Rolle spielen. Es ist nämlich so, dass wir dieses Thema digitale Infrastruktur aus meiner Sicht anders definieren müssen. Wir müssen es definieren als Teil der Daseinsvorsorge. Und das gilt genauso für Bildungseinrichtungen, wie es für jeden Privathaushalt gilt. Mir schreiben doch auch regelmäßig Leute aus meinem Wahlkreis, die sagen, hey, eine Straße weiter haben sie eine gescheite Datenleitung, aber bei mir dauert es noch 5 Jahre. Das kann nicht sein. Und deswegen muss da Geld reingebuttert werden. Aus meiner Sicht muss man auf Landesebene vernünftige Konzepte haben und auch im Bund muss ein anderes Herangehen an dieses Thema Digitalisierung von Deutschland stattfinden, weil das Geld allein ist es nicht. Aber wir brauchen ein Konzept, wo wir eben nicht dem Markt allein überlassen, was lohnt sich und was lohnt sich nicht. Wir haben so eine Rosinentheorie zugelassen, dass in den Bereichen, wo es sich für Marktteilnehmer lohnt, macht es ein privater Anbieter und die Bereiche, wo es sich nicht lohnt, da macht es dann die Allgemeinheit übers Steuergeld wieder. Das macht keinen Sinn. Aus meiner Sicht ist das ganze Ding falsch aufgesetzt worden. Aber jetzt müssen wir es halt reparieren und müssen aus dem Flickenteppich jetzt eine, ich sage jetzt mal möglichst lückenlose oder nicht löcherige Zudecke machen, die warm genug ist, dass man gescheite Digitalisierung hinkriegt. Also es ist ja nicht nur die Bildungseinrichtungen betroffen, sondern letztlich wir alle. Mhm. Du sprichst da noch ein Thema an, Andi, und zwar kommerzielle Anbieter versus nicht kommerzielle Anbieter in Bezug auf Lerninhalte. Ich meine, der Kapitalismus ist überall und dadurch wird natürlich auch ein gewisser Einfluss ausgeübt. Also wer bietet was an? Was sind die Lerninhalte? Da wäre die Frage an die Runde auch, welche gesetzlichen Regularien gibt es für die Lerninhalte? Also gerade im technischen Bereich ist man ohnehin von größeren amerikanischen Firmen im Softwarebereich abhängig. Aber Datenschutz ist natürlich ein Thema, aber auch die konkreten Lerninhalte, wer bietet die an? Wie werden die erarbeitet? Welche Regularien gibt die Gesetzgebung da vor? Das wäre eine Frage an die Runde. Wie seht ihr das? Also seht ihr da schon, dass Schindluder getrieben wird oder ist das adäquat reguliert? Ja, David? Die Frage ist eine ganz wichtige Frage. Aber das eine ist vielleicht der Einfluss von Digitalindustrie auf Bildung, den müssen wir kritisch verfolgen. Wir haben da mit Sicherheit auch Corona hat die Sache verschärft. Es gab die Zeit während des Lockdowns, da hat jede Schule mehr oder weniger schnell nach Möglichkeiten gesucht und da war auf einmal alles möglich und alles erlaubt. Und da musste man auch die Augen zudrücken, weil sonst hätte man die Schüler einfach verloren. Aber es geht jetzt darum, Kontinuität zu entwickeln. Und da geht es beispielsweise darum, auch eine digitale Bildungsplattform den Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften zur Verfügung zu stellen. Weil das ist eine rechtssichere Bildungsplattform, eine rechtssichere Cloud, die Kommunikationstools, die da drin stecken, die Möglichkeiten, interaktiven Unterricht zu machen. All das brauchen wir. Ella ist grandios gescheitert. Wir sind jetzt im Jahr 2020. 2023 ist gerade der Plan, soll der Endausbau der neuen Plattform vollendet sein. Das ist in 3 Jahren, das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Lehrkräfte brauchen eine rechtssichere Alternative zu den kommerziellen Anbietern, die es auf dem Markt gibt und wo sich Schulen einkaufen. Weil sie haften dann auch, und das ist mir der allerwichtigste Punkt, datenschutzrechtlich für die ganzen Geschichten. Und wenn der Dienstherr, das Kultusministerium, den Schulen eine rechtssichere Lösung zur Verfügung stellt,
dann übernehmen sie zumindest datenschutzrechtlich die Verantwortung. Und hier bewegen sich Schulen eh immer mit einem Bein gefühlt im Gefängnis. Und deshalb braucht es hier auf jeden Fall Landeslösungen. Zum einen, die sind zu spät gekommen. Ich habe vor 5 Jahren mit Moodle in meiner Klasse angefangen zu unterrichten. Mhm. Das war vor 5 Jahren schon eine Möglichkeit zu unterrichten. Das hat sich in den 5 Jahren massiv ins Positive verändert sogar noch. Also da wird ja weiterentwickelt. Aber auch da brauchen wir kontinuierlich mehr Ressourcen, die da reingesteckt werden. Das ist gerade eine 40%-Stelle bei Bellevue. Das wird ja eigentlich vom MBK letztendlich koordiniert. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass man trotz allem noch auch solche Dinge wie, weil die Petras vorher gesagt hat, dienstliche E-Mail-Adresse, da brauchen wir auch eine landeseinheitliche. Viele, also es kann ja nicht sein, dass der Lehrer über hotmail.de angeschrieben wird. Das ist einfach ein Witz und darauf warten wir einfach auch schon lange. Also das ist der Datenschutz auf der einen Seite, wo man dann auch mit Schülerinnen und Schülern kommunizieren kann. Und dann auch solche Sachen wie, also Moodle, Big Blue Button, Threema, das ist alles gut, aber das reicht noch nicht aus. Und jetzt kommt eben Microsoft 365 und da stehen einfach Fragen im Raum. Ja, Petra? Das ist genau der Punkt, danke David. Diese Bildungsplattform, wir haben das auch im Landeselternrat oft diskutiert. Wir haben in Baden-Württemberg, wir haben gute, technisch gut aufgestellte Firmen. Und jetzt ist so das Gefühl, ohne Not, um jetzt irgendwas zeigen, es gibt man das alles an Microsoft. Ich bin technisch nicht so wahnsinnig versiert, aber ganz klar ist, Microsoft ist geschwätzig. Microsoft hat es mit dem Datenschutz ja auch so ein bisschen, hört man alles. Jetzt mögen die Server zwar teilweise in Deutschland stehen oder dann noch einer in den Niederlanden, aber wir wissen nicht, was da noch alles kommt. Es ist schwierig und ich verstehe es einfach nicht und das verstehen wir alle nicht. Es gibt Open Source Software, da haben wir gute Firmen in Baden-Württemberg. Also das Land hat ja selber von eigenen Firmen in Baden-Württemberg, die zum Beispiel Service BW ist jetzt auch keine Microsoft-Lösung, sondern das ist eine baden-württembergische Lösung. Wir haben die HP Cloud, wir haben Nextcloud, Moodle, sagst du. Wir haben ganz viele Möglichkeiten und es wird nicht weitergemacht. Und ich möchte einfach abwarten, bis der erste Elternteil klagt, weil irgendwelche Daten, der Datenschutz verletzt worden ist. Und da hängen wir dann wieder hinten dran. Ich möchte noch mal was dazu sagen, diese Kommunen mit Ausstattung, was wir jetzt alles nicht, wir mit Konstanz haben wir 500 Klassenzimmer und dann 1,5 Stellen für die Administration. Und ich glaube, unsere Stadt ist noch relativ gut und großzügig, versuchen die das zu handeln. Ich möchte gar nicht wissen, was anders aussieht. Das ist, Geld allein reicht nicht, uns fehlen einfach auch die Personen, die Menschen, die das machen. Und auch diese Idee immer noch, dass eine Schule, ein Lehrer immer ein paar Stunden hat zu der Administration. Also I'm sorry, wenn ich einfach höre, eine Schule, eine weiterführende Schule, was weiß ich, mit 600, 800 Schülern, haben 60 Kollegen oder 70, das ist ein mittelständischer Betrieb. Und jetzt möchte ich sehen, wenn ich in einem mittelständischen Betrieb als Sekretärin arbeite, da sagst du, okay, Petra, du kennst dich ein bisschen aus, in der Woche hast du 3 Stunden und verwalte mal unsere Administration. Also der Betrieb ist in 4 Wochen, ist der aber sowas von pleite. Das geht einfach nicht. Und da frage ich mich schon, da muss ein bisschen mehr kommen. Florian, ich würde auch noch mal kurz was sagen zu dem Thema. Also zur Administration können wir sicherlich noch mal was sagen, weil das ist so ein klassisches Beispiel Kommuneland. Aber ich wollte noch mal was sagen zu der Frage, die davor stand. Wir haben bei uns in Baden-Württemberg in unseren Schulen ein Problem. Ja, der David hat es ja beschrieben. Wir kriegen das so in der aktuellen Struktur nicht hin, wie wir es eigentlich hinkriegen müssten. Und die Frage ist ja, wie wir das weiterentwickeln. Ich habe, als ich Kultusminister war, ja auch das Vergnügen gehabt, die berühmte Bildungsmesse, die Didakta, zu besuchen. Und wenn ihr euch das anguckt, da gab es früher halt Schulbuchverlage und dann gab es Schulmöbelhersteller. So, das war so Didakta. Und du bist dann irgendwann reinmarschiert und dann waren die Schulbücher weniger und auf einmal waren die Sonys dieser Welt und die Microsoft dieser Welt da. Das heißt, man muss ganz arg aufpassen. Bildung, das sieht man in anderen Ländern, wo das sehr viel stärker noch der Fall ist, Bildung ist auch ein Geschäft. Ja. Und jetzt ist es nicht so, dass das Land in der Vergangenheit die Schulbücher selber gedruckt hat. Das waren auch Schulbuchverlage, da standen auch kommerzielle Interessen dahinter. Aber man muss aufpassen. Man
läuft hier ganz schnell Gefahr, sich in extreme Abhängigkeit zu begeben. Und deswegen müssen die Kernbereiche, das war ja die Idee hinter der Bildungsplattform, die müssen selbst organisiert werden. Und bei mir 2015 stand schon natürlich Microsoft mit einem kompletten Sorglospaket auf der Matte. Ist ja klar, ja? Die wollten ihr Zeug verkaufen und haben uns das in den schönsten Farben geschildert. Das Problem ist tatsächlich, damals war der Datenschutz natürlich extrem virulent, Thema Server in den Vereinigten Staaten, aber auch insgesamt, ich will mich nicht von so einem Konzern abhängig machen. Und dass die Frau Eisenmann diesen Bildungsplanprozess so dilettantisch an die Wand gefahren hat, das muss man ja erst mal schaffen. Wir brauchen in Deutschland, und am liebsten wäre es mir auch, wenn die Länder sich da irgendwo ein bisschen zusammentäten, wir brauchen nicht 16 verschiedene Modelle. Warum denn? Wir bräuchten eine funktionierende Bildungsplattform, die den Lehrkräften, so wie es David sagt, Rechtssicherheit gibt, die ihnen aber auch die pädagogischen Möglichkeiten gibt, dass ich dort auch mit pädagogischen Inhalten arbeiten kann. Da muss eine E-Mail, eine Lehrer-E-Mail, eine Selbstverständlichkeit sein, die Teil des Gesamtkonstrukts ist. Und dann haben wir eigentlich die Plattform, auf der gearbeitet wird. Das muss jetzt ganz schnell ins Werk gesetzt werden. Und da haben wir auch durch Frau Eisenmann, ich kann es leider nicht anders sagen, aber es ist so. Wir haben jetzt fast 5 Jahre verloren, weil diese Frau hat es nicht auf die Kette gebracht. Ich weiß noch 2015, wir haben die ersten 2 Millionen für das Projekt im Dezember 15 genehmigt gekriegt. Im Dezember 15. Das war die Vorphase, dass wir gesagt haben, was brauchen wir für eine Leistungsbeschreibung? Was soll diese Plattform können? Und dann kam diese, Entschuldigung, scheiß Wahl 2016 und dann war meine Schublade zu. Und dass es dann aber so lang dauert und dann erst recht nicht funktioniert, das ist halt das große Versagen an der Stelle. Und deswegen, die Schulen haben jetzt in den letzten Monaten Pionierarbeit geleistet, die eigentlich nicht nötig wäre, wenn die Frau Eisenmann einen vernünftigen Job gemacht hätte. Dem ist wenig hinzuzufügen. Der Vorsitzende des Vereins für Gemeinschaftsschulen, Matthias Wagner-Uhl, hat auch am 30.11. in der STZ gesagt, dass das Kultusministerium die Transformation oder die digitale Transformation schlichtweg verschlafen hat. Das fällt dann auch in diesen Bereich rein. Ich habe auch gehört, dass jetzt Microsoft 365 auch an bestimmten Schulen schon eingeführt wird. Finde ich auch schwierig, weil man macht sich abhängig. Und gerade im Digitalbereich, abseits der Schulen, ist ja auch die Debatte im vollen Gang. 5G, macht man sich abhängig von Huawei oder nicht? Will man das? Datenschutz etc. Und das spielt da auch rein. Da stehen kommerzielle Interessen dahinter, finde ich, ist einer der ganz, ganz maßgeblichen Punkte. Andi, du hast noch einen anderen Punkt angesprochen. Du meintest, Digitales oder digitale Bildung, Digitales sollte Teil der Daseinsvorsorge sein. Jetzt hat die FDP ein Gesetz über die digitale Schule eingebracht, im September war es, glaube ich, vorgeschlagen, den Anspruch auf digitalen Unterricht gesetzlich zu verankern. Wie seht ihr das? Ist das der richtige Weg? Ist das, also der Städtetag unterstützt beispielsweise auch diesen Vorschlag und meinte, um die Kommunen abzusichern, also auch gerade, du hast es vorhin auch gesagt, die Land, Kommune, das Zusammenspiel der beiden kommt da zum Tragen, dass die nachhaltig unterstützt werden, insbesondere natürlich finanziell. Die Administration der Geräte war einer der Punkte, 65 Millionen stehen jetzt da, gibt es die in 5 Jahren auch noch. Und also daher dieser Gesetzesvorschlag. Wie seht ihr das? Das würde mich interessieren, das auf gesetzlich zu verankern. Das kann ich relativ schnell beantworten. Also die FDP versucht ja immer, das Thema Digitalisierung in der Bildung für sich so zu veranschlagen. Das weiß man noch aus der Bundestagswahlkampagne mit Herrn Lindner 2017. Mhm. Das ist ein bisschen ein durchsichtiges Manöver, weil egal, ob ich es im Gesetz drin habe oder nicht, ja, es hilft wahrscheinlich, wenn ich einen Rechtsanspruch habe, aber letztlich geht es um die Frage der Möglichkeiten auf Seiten der Kommunen. Und da sprechen wir, oder auf der Seite der Schulen, da sprechen wir von den Themen, wo wir vorhin gesagt haben, technische Ausstattung, Weiterbildungsmöglichkeiten und. Das sind die Voraussetzungen. Warum der Städtetag da zustimmt, das ist ganz schnell erklärt. Sobald ich es im Gesetz stehen habe, tritt der Grundsatz ein, dass derjenige, der was im Gesetz regelt, es auch zu bezahlen hat. Mhm. So, also der Städtetag jubiliert über so ein Gesetz. Aus meiner Sicht, das würde quasi das, was bisher teilweise, was die Ausstattung angeht, bei den Kommunen liegt, aufs Land sozusagen rüberziehen. Also da ist der Städtetag schon klug genug zu sagen, ja, wenn das käme, wäre super. Ja? Aber
das bringt uns in der Sache nicht wirklich weiter. Wir müssen das ja unterlegen. Der Rechtsanspruch, der mag das Ganze nochmal symbolisch ein bisschen unterstreichen, aber die Notwendigkeit an den Schulen haben wir, egal ob das im extra Gesetz, in der Gesetzesnorm drinsteht oder nicht. Von daher hilft es nicht viel, die Probleme jetzt zu lösen. Das ist also nur ein weiteres, wie soll ich sagen, Pfläschterle, weil wenn es im Gesetz steht und an den Schulen nicht passiert, dann ist niemandem geholfen. Ja, also ich würde sagen, man kann das gern reinschreiben. Die Kommunen würden sich freuen. Ich sage sowieso, auch ohne Gesetz, man kann die Kommunen nicht allein lassen mit dem Thema, sondern Land und Bund müssen die Kommunen unterstützen. Ja. Dem würdet ihr so, ja, David? Ja, das ist das, was da Andi gerade angesprochen hat. Das Stichwort Konnexität. Also wer es reinschreibt, der zahlt es am Ende. Aber das beschäftigt uns seit der Jahrtausendwende, als damals die Multimedia-Empfehlungen veröffentlicht wurden. Das war total unverbindlich. Dann hatten sie 2005 zum ersten Mal aktualisiert. Die gingen dann bis ins Jahr 2016 rein. Und dann hat man lange mit den Spitzenverbänden gesprochen und man hat aber keine Lösung gefunden, weil keiner reinschreiben wollte, wer es zahlt. Dann hat man 4 Jahre das Ding in der Schublade gehabt, zwischen 2016 und 2020. 4 Jahre ist nichts passiert. Und 2020 hat man das Ding dann umbenannt in Digitalisierungshinweise statt Multimedia-Empfehlungen. Und es ist genauso unverbindlich, Empfehlungen, Hinweise, alles egal. Da stehen schöne Sachen drin, aber die Schulträger können sich nicht darauf verlassen, dass sie das, was da drin steht, auch umsetzen können. Und das finde ich also eines der größten Probleme. Und deshalb unterstütze ich das, wenn Bund, Länder die Kommunen unterstützen, wenn wir eine Einheitlichkeit haben und wenn sich die Kommunen auch eben darauf verlassen können, dass das, was gefordert ist in solchen Empfehlungen, Hinweisen oder wie auch immer, auch umgesetzt werden kann. Weil ansonsten ist vergeudetes Papier, weil es können die Schulen einfach nicht. Ich möchte mal daran erinnern, 2016 war der Standard für Schulen noch Windows XP, weil die Multimedia-Empfehlungen nie aktualisiert wurden. Also es ist ein Trauerspiel gewesen. Ich denke, du stimmst dem zu, Petra. Also sagen wir mal so, ein Rechtsanspruch ist natürlich super. Wir haben auch einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz für Kinder. Ich brauche nicht weiterreden. Ja. Es sind einfach alle in der Pflicht und das muss geregelt werden. Und wenn so ein Gesetz hilft, ja, von mir aus. Nur allein ich glaube es nicht. Ich glaube, da muss jetzt wirklich jetzt Schub vorangehen. Und dieser Schwung, den wir haben, da möchte ich schon mal eins mitnehmen. Ja gut, und immer dieses Reden von, dass wir wieder zurück in die Normalität gehen. Nein, das will ich nicht in der Schulwelt. Ich will da nicht in die Normalität. Ich möchte, dass diese Entwicklung weitergeht, nicht zurück zu diesem alten, jetzt gut, jetzt sind sie alle wieder in der Schule, jetzt machen wir Unterricht wie gehabt. Also das würde ich mir wünschen, dass wir da weitermachen, auch wenn jetzt alle Kinder wieder immer in Präsenz ohne Gefahr in der Schule sein können. Da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht so sagen, zurück in die Normalität, sondern in eine neue Normalität oder in eine digitale Normalität vielleicht. Das ist so ein Punkt, der mir auch noch im Kopf rumgeschwirrt ist. Ich habe vorhin gesagt, wie kann die nachhaltige Digitalisierung der Schulen gestaltet werden? Wir übereinstimmen alle, Corona hat den Druck erhöht. Wenn jetzt ein Impfstoff irgendwann kommt und der wirksam ist, etc., ihr vermutet wahrscheinlich schon, auf was ich hinaus will, wenn der Druck weg ist. Mich würde interessieren, wie kann man den Druck dennoch hochhalten, sodass das implementiert wird? Und seht ihr die Gefahr, dass wenn der Druck weg ist, dass da eventuell wieder ein Laissez-faire reinkommt? Vielleicht ist das vielleicht auch eine Aufgabe der Eltern, dass jetzt wirklich Eltern massiv Druck machen und sagen so. Und man muss einfach, es geht nicht darum, dass das alles nur digital sein soll, sondern es geht einfach darum, dass im ganz normalen Unterricht, also das haben wir jetzt auch schon gefordert, im ganz normalen Unterricht, im Klassenzimmer, mit den Schülern, wie es einige Schulen ja schon machen, dass da ganz selbstverständlich auch mit digitalen Medien umgegangen wird, dass die Aufgabenstellungen so sind. Niemand will Blatt und Papier abschaffen, um das geht es gar nicht, aber dass dieser Umgang so selbstverständlich wird, wie man Taschenrechner nimmt. Weil das ist ja auch das, in der realen Welt draußen leben wir ja auch so. Und ich glaube, das muss man weitermachen. Und da
ich sehe den David nicken, da müssen wir weitermachen, dass auch für die Lehrkräfte, dann ist es auch ein normaler Ablauf. Und irgendwann stellt man diesen Overhead-Projektor, steht dann irgendwo und ist noch so ein Antiquariat und sagt, guck mal, früher haben wir so gearbeitet, wie mit dem Telefon, mit der Wählscheibe. Also wenn ihr das mal anschaut, wir sprechen gerade zum Beispiel im Bereich der Wirtschaft von einer Digitalisierungsoffensive oder von einer digitalen Alphabetisierung von vielen Menschen, die einfach, wenn sie in ihrem Beruf dem Veränderungsdruck standhalten wollen, auch ganz andere Weiterbildungsinstrumente brauchen, damit sie überhaupt dem ganzen Druck standhalten können, der durch die Veränderung kommt. So. Und manchmal ist Politik ganz plump und da müssen wir halt auch plumpe Sprüche sagen. Können wir in Schulen von gestern unsere Kinder auf das Morgen oder auf die Zukunft vorbereiten? Hä? Ich glaube, jeder begreift, das kann nicht sein. Zu unserer Welt, zu unserer Erfahrungswelt, vor allem bei jungen Menschen, aber ich glaube inzwischen bei allen, gehören digitale Instrumente. Also kann ich sie doch nicht aus der Schule ausblenden. Aber dann kommt eben, jetzt fresse ich mich halt wieder an der Dame fest, jetzt kommt die Eisenbahn daher und sagt, durch Wischen allein werden Kinder nicht. Das ist immer so eine plakative Besetzung des Themas, das immer das eine gegen das andere ausspielt. Und das ist Blödsinn. Natürlich müssen Kinder wissen, wie man mit Händen schreibt und die müssen auch darüber nachdenken, wie man rechnet. Aber diese zusätzlichen Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet, die sollen ja Lernprozesse bereichern und nicht Dinge ersetzen, die bisher irgendwie anders gemacht wurden. Und dieses plakative Gegeneinander, das halte ich schon mal für einen Blödsinn im Sprechen über dieses Thema. Ich glaube, man kann dieses Thema sehr gut vielen Menschen begründen und dann könnte es sein, dass dieser Corona-Lerneffekt auch länger anhält. Weil wer von euch würde jetzt den Finger heben und sagen, also wenn wir Corona durch haben, dann kommt nichts Vergleichbares mehr. Hä? Wer traut sich? Keiner. So. Also wir müssen alle mit Veränderungen rechnen, die wir vielleicht heute nicht voraussehen können. Und dann brauchen wir eben dieses Instrumentarium. Hoffentlich nie bei Schulschließungen, sondern immer in einem organischen Prozess, der auf Präsenzunterricht basiert. Das ist mein großer Wunsch, weil ich bin ein extremer Anhänger von Präsenzunterricht, weil Schule eben der Begegnungsraum sein muss. Ich will ja gar nicht das Fernlernen, das will kein Mensch. Aber wenn eine Situation auftritt, dass ich es brauche, dann muss es möglich sein. Ich will aber Digitalisierung vor allem als organischer Prozess, der an der Schule stattfindet. Und nicht im Gegeneinander, das eine ist schlecht, das andere ist gut, sondern als Bereicherung von pädagogischen Prozessen. Dann wird der Schuh draus. Mhm. Finde ich gut, wie du das sagst, denn das sollen ja auch Beharrungskräfte bzw. auch Skepsis abgebaut werden. Die Schüler, gerade den Präsenzunterricht, dass der wichtig ist, eben aber angereichert mit dementsprechenden digitalen Lernmethoden und Materialien, da wäre der Weg. Jetzt würde ich mich gerne mal an Tim wenden, ob du vielleicht Fragen aus dem Publikum auch hast für uns, die gestellt werden sollten. Also ich sehe, der Chat ist sehr, ist sehr rege. Da werden wir bestimmt nicht alle Kommentare und Fragen rausziehen können, aber bestimmte Blitzlichter vielleicht, die da sind. Tim? Genau, also im Chat wurde sehr viel diskutiert, sehr viel auch aus der Praxis von ganz verschiedenen Schultypen, von ganz unterschiedlichen Erfahrungen in den Bundesländern. Ich würde mal ein bisschen zusammenfassen. Und auch, also zu Beginn gab es gleich mal die Frage, abgesehen von den finanziellen Mitteln und den technischen Ausstattungen, wie sieht es aus mit den Lehr- und Lernmitteln? Sind die schon digital aufbereitet? Gibt es auch pädagogisch schon die Schulungen, die Fortbildungen? Und vor allem wurde auch der Wunsch geäußert, die Wissenschaft mit einzubeziehen im Hinblick auf die andere Seite, die Seite der Schüler. Also wie werden die Infos dann verarbeitet und aufgenommen? Also pädagogische Konzepte. Und allgemein spinnt sich natürlich durch alle Themen noch die Frage nach der Aufgabenverteilung. Also das ist, glaube ich, sehr ein Wunsch. Es sind viele Aufgaben und wer hat was zu tun, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Danke, Tim. Frage nach der Wissenschaft. Ist die noch nicht adäquat eingebunden, eurer Meinung nach? Müsste da noch mehr passieren? Ja und also, nein. Oh, David, mach du. David, mach du. Die Wissenschaft, die gibt's und die forscht auch zu dem Thema, aber wir brauchen, das habe ich vorher schon gesagt, diese medienpädagogische Forschung, die mediendidaktische Forschung auch verankert an den pädagogischen Hochschulen und Universitäten. Weil da kriegen die Lehrkräfte ihr Handwerkszeug dann für den Unterricht am Ende mit.
Also man weiß durchaus, was ist wirksam und was ist nicht wirksam. Die Forschung steht am Anfang, das ist unbestritten. Aber es wird gerade in den letzten 5 bis 10 Jahren extrem viel dazu geforscht. Man weiß auch aus internationalen Studien, wie der Sachstand dazu ist. Aber es ist teilweise einfach in der Verantwortung eines einzelnen Studierenden, ob er sich für das Thema interessiert und dann dazu auch Kurse belegt. Aber wir brauchen hier zumindest einen Grundkonsens, dass bestimmte Themen für alle verbindlich werden. Mhm. Anni, du wolltest auch noch... Also für mich ist klar, bei all den pädagogischen und didaktischen Fragen muss die Wissenschaft mit dabei sein. Das muss unterlegt sein. Das darf nicht nur nach Bauchgefühl gehen. Ja? Oder ich sage mal, der eine Lehrer sagt, ja, ich habe das Gefühl, das ist richtig, und der andere sagt, das ist richtig. Ich muss es möglichst versuchen, auch auf Wirksamkeit zu evaluieren, was ich dort tue. Und deswegen halte ich das schon für ein zentrales Thema, dass wir natürlich an unseren pädagogischen Hochschulen, wenn ich in die Umsetzung gehen will, muss ich auch das Hintergrundwissen zur Wirksamkeit von diesen Möglichkeiten haben und auch an den Universitäten. Also ich sehe da eine große Notwendigkeit, dass die Wissenschaft das begleitet oder sogar, ich sage mal, ein Stück weit auch vorausdenkt. David, die andere Frage, die gerade noch genannt wurde, wie es denn aussieht mit der Digitalisierung von Lernmitteln. Ich glaube, da kannst du aus eigener Erfahrung am meisten dazu sagen. Also ich denke mir, viele stellen sich vor, was passiert, wenn das Schulbuch jetzt nicht mehr da ist. Ich glaube, eine einfache Übertragung Schulbuch digital, das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern das sind ja andere Möglichkeiten, wenn da vielleicht was sagst. Und das ist leider das Problem, und da kritisiere ich die Schulbuchverlage massiv, weil die Schulbuchverlage nicht innovativ genug sind, mehr zu können, als wirklich ihr analoges Schulbuch in ein digitales zu übertragen, ohne einen erkennbaren Mehrwert teilweise. Also da hätte ich mir auch in den vergangenen Jahren mehr Innovation von den Schulbuchverlagen erwartet. Wir haben aber eine ganz große Community, die Open Educational Resources beispielsweise anbietet. Das sind freie Bildungsmedien, die eingesetzt werden können. Und ich sehe immer wieder, wenn in dem Chat irgendwelche Sachen aufploppen, auch so Dinge als Unterrichtskonzepte wie Flipped Classroom oder so, die als Unterrichtskonzept dienen, also wo Erklärvideos, Lernvideos einfach auch ein Stück weit den Unterricht in eine andere Richtung treiben und den quasi umkehren, weil dann Zeit für individuelle Betreuung im Präsenzunterricht, der, und du hast es zu Recht gesagt, wichtig ist, vorhanden ist, aber mir fehlt tatsächlich noch, dass es Lernmittel gibt. Vielleicht noch eine Klammer auf, die Sesam-Mediathek des Landesmedienzentrums wurde gerade umgestaltet. Das ist ein gutes Werkzeug oder eine gute Datenbank, um hier auch urheberrechtlich geschützte Materialien für den Unterricht zu bekommen. Also sowas gibt es durchaus, aber ich würde mir hier noch viel mehr Angebote erwarten. Da war noch ein Punkt, den ich vorhin noch im Chat gesehen habe, der sehr, sehr früh rüberkam, war der Lehrermangel, der nun mal leider nicht nur in Baden-Württemberg herrscht, aber auch hier, und die Lehrer ja zum Teil auch in die Arbeitslosigkeit entlassen werden von der grünen Landesregierung, also für 6 Wochen, um dann wieder angestellt zu werden. Ist es kompatibel, oder also ich meine, wie will man das übertragen in der Digitalisierung? Man braucht ja Lehrer dann, also weiter fortgebildete Lehrer. Die SPD möchte mehr Lehrer einstellen. Bis jetzt hapert es da aber noch, insbesondere, also im Grundschulbereich fehlen Lehrer, aber generell durch die Bank. Wie seht ihr das? Also da werden auch viele Lehrer in Rente gehen. Wie kriegt man das, wie kriegt man die Leute, die dann überhaupt digital unterrichten können? Wenn ja. Selbst, also ich gerne, aber das wirklich nur ganz kurz. Wir alle, deswegen ist gerade dieses Problem in allen Bundesländern durch die Bank. Es gab etwa 2010 auch in Baden-Württemberg quasi eine Vorausberechnung, eine Schülerzahlvorausberechnung des Statistischen Landesamtes. Ihr erinnert euch noch dunkel, das war damals die Aussage, wir verlieren innerhalb von 10 Jahren etwa 20% unserer Schüler. Und deswegen wurde die Planung, was den Lehrkräftebedarf angeht, an diese Zahlen angepasst, und man hat schlicht und einfach nicht genug Lehrer ausgebildet. So, das Problem haben alle. Ich hatte das damals als Kultusminister 2013, diese Aussage übernommen, 11.600 Lehrerstellen werden gestrichen. Wenn wir das gemacht hätten, könnten wir den Laden zusperren. Dann könntest du jetzt nicht mehr Schule aufrechterhalten. Ich habe das im ersten Jahr, die ersten 1.000 abgebaut, und habe dann zum Kretschmann gesagt, hör zu, ich mache das nicht weiter, dann kannst du Scheiß allein machen. Der hat dann sich darauf eingelassen, es hat niemand geglaubt, dass das,
gelingt. Ich habe ihn überzeugt, dass es so nicht funktioniert und dass vor allem auch die Schülerzahlen sich anders entwickeln. Deswegen haben wir 2014 da die Reißleine gezogen. Nur 2014, das könnt ihr euch selber ausrechnen, wenn du dann mit der Lehrerausbildung wieder hochfährst, bis du das an den Schulen merkst, ist es Anfang der 2020er Jahre. Das heißt, es wird sich in den nächsten 2-3 Jahren entspannen, weil dann mehr Lehrer wieder auf den Markt kommen. Aber wir haben gerade diese Phase. Das ist ein Problem, aber dann muss man halt mit den Möglichkeiten agieren, die jetzt im Moment da sind. Ich habe bereits im Juni gesagt, wir haben jedes Jahr etwa 2000 Gymnasiallehrer, die fertig sind, aus dem Referendariat kommen und keinen Job kriegen, zumindest nicht im ersten Jahr gleich einen Job kriegen, weil ihre Fächerkombination am Gymnasium oder an der Berufsschule nicht gebraucht wird. Liebe Leute, diese Leute, zumindest mal 1000 davon, wären jetzt ein Segen, wenn ich sie an den weiterführenden Schulen hätte, um dort einzuspringen, wo Lehrkräfte nicht in Präsenz unterrichten können und um dort zu helfen, wo Schüler im letzten halben Jahr einfach viel zu wenig Unterricht bekommen haben. Das wäre ein Unterstützungsprogramm für die Schulen gewesen. Ich habe mit Schulamtsleitern darüber gesprochen, die haben mir gesagt, Herr Stoch, genau so müsste es passieren. Es ist nicht passiert. Die Eisenbahn hat versucht, Gymnasiallehrer an die Grundschulen zu kriegen. Sorry, das interessiert die Gymnasiallehrer nicht. Aber wenn ich denen sage, hör zu, wenn du dich verpflichtest, jetzt ein Jahr oder zwei an eine weiterführende Schule zu gehen, dann kriegst du von mir das Versprechen, danach wirst du ans Gymnasium übernommen, als Beispiel, oder an die Gemeinschaftsschule übernommen. Das kann man ja, man kann ja mit den Leuten reden. Aber das ist eben die große Schwäche dieses Kultusministeriums. Die Schulabteilung des Kultusministeriums wird nicht mehr gefragt, wird mir gesagt. Die erfährt, die eigene Schulabteilung im Kultusministerium erfährt aus Pressemitteilungen die Politik des Hauses. So, brauchen wir dann noch über Qualität und über richtig und falsch reden? Und so geht es seit einiger Zeit, seit Frau Eisenmann Spitzenkandidatin ist, geht es genau nach dem Schema. Und dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn in der Krise nicht die richtigen Entscheidungen getroffen werden, wenn man die Fachleute nicht fragt. Und das ist so ein Punkt, wir bräuchten jetzt diese 1000 Lehrkräfte, die als Gymnasiale ja irgendwo sind, vielleicht am Supermarkt an der Kasse. Das sollten sie aber nicht sein. Wir bräuchten jetzt die Leute, die vielleicht als VHS-Dozenten gerade keinen Job haben, aber die uns an der Schule helfen könnten, die Schüler aufzufangen, die gerade besonders unter der Situation leiden. Wenn man ein bisschen in Intelligenz investiert und auch kreative Lösungen sucht, dann würde man die auch finden und man könnte die Lehrkräfte entlasten. Was mir echt Angst macht, wir haben Lehrer zu Beginn dieses Schuljahres, das jetzt läuft, gesagt, ich bin noch nie mit einem solchen Gefühl der permanenten Überlastung in dieses Schuljahr gegangen wie dieses Jahr, weil die letzten 6-7 Monate vor Beginn des neuen Schuljahres einfach nur ums Überleben gekämpft haben. Und das ist das Tragische, finde ich, dass diese Kultusministerin dafür überhaupt keine Lösungen anbietet. Und ich habe echt Angst, dass da braucht gar kein Corona, dass die irgendwann die Flügel strecken. Das ist meine Angst, die ich habe. Und das ist genau das, was uns Eltern auch umtreibt. Wir trauen uns ja schon gar nicht mehr, irgendwas zu fordern. Weil wir genau sehen, was da passiert, wie wir sehen, wie die Schulleitungen am Rande, wirklich am Rande der Kraft sind. Wenn wir noch fordern, es ist eine berechtigte Forderung, Lehrer, bildet euch fort. Ja, ich kriege ja auch ein schlechtes Gewissen. Also ich bin selber berufstätig und habe Kinder und die Lehrer sind auch berufstätig und schaffen bis zum Anschlag. Also woher soll ich die Kraft nehmen? Warum kann ich denn jetzt zum Beispiel noch dazu, dass wir Lehramtsstudenten, denen sind die Jobs weggebrochen, die sich noch nebenher irgendwo in der Kneipe oder sonst irgendwo was verdient haben. Warum kann man nicht sagen, Leute, hier, da könnt ihr da Förderunterricht geben, könnt ihr da mal einspringen? Also es ist ja nicht so, dass die gar nichts könnten. Und ich frage mich wirklich, warum macht man das so kompliziert und warum spricht die nicht mit uns? Also im Landeselternbeirat, wir waren ja schon so verzweifelt, dass wir einen offenen Brief an den Kretschmann geschrieben haben. Leute, wir sind ein beratendes Gremium vom Kultusministerium und die hört uns nicht zu. Die fragt uns nicht, die bindet uns nicht ein. Und das verstehe ich nicht. Und ich bin dann auch als Eltern, als Mutter einfach sauer. Die hat jetzt einen Job zu machen und macht jetzt Wahlkampf. Ich muss auch Wahlkampf machen. Aber ich habe gerne 4.500 Schulen irgendwie zu unterstützen und einfach auch sicher durch eine Krise zu führen. Nochmal, niemand kann was für Corona und dass das alles nicht ganz klar räumt, ist nicht alles Schuld von der Frau Eisenmann. Nein. Aber ich muss doch irgendwie versuchen, jetzt hier eine klare Linie zu fahren und muss mir auch die Leute mitnehmen und nicht alle gegen mich aufbringen. Und heute hat es wohl noch geschafft, wenn man es auf YouTube guckt. Also es tut mir schon fast leid. Sie hätte lieber noch ein Eierschachtel-Video gemacht. Ich würde jetzt nochmal einen kleinen,
einen kleinen Haken oder eine kleine Drehung machen, nochmal auf die Kommunen zurückkommen. Wir haben jetzt sehr viel über Bildung an sich gesprochen. Was kann eine Kommune, insofern ihr das beantworten könnt, aber was kann eine Kommune abseits finanzwirksamer Maßnahmen tun? Da geht es um den erweiterten Aufgabenbereich der Kommune, also als Schulträger zu definieren. Also was darf der, was kann der machen? Kooperation unter Kommunen untereinander, wenn man vielleicht nicht so finanzstark ist, weil ich glaube, es gibt auch nicht so finanzstarke Kommunen, die aber trotzdem in bestimmte Sachen investiert haben, um ihre Schulen zu digitalisieren. Gibt es sowas, dass da irgendwelche Kooperationen möglich sind oder dass man in gemeinsame Server, also sich abspricht, gemeinsame Server etabliert und nicht einzeln jeder für sich da vor sich hin wurschtelt? Hättet ihr Tipps sozusagen für Kommunen, was sie jetzt in dem Moment zumindest kurzfristig angehen könnten oder auch langfristig was sie jetzt angehen müssten, also getrieben natürlich vor allem durch die Corona-Krise. Ich gucke da vor allem David und Andi jetzt erstmal an. Also meine Vorschläge haben leider immer mit Geld zu tun. Ja. der David soll gerne jetzt dann gleich was auch sagen zu diesen kreativeren Lösungen, aber was ich bei Kommunen halt sehe, ist Folgendes. Die Kommunen, die, ich sage jetzt mal, ihre Schulen unterstützen, sind auch teilweise sehr kleine Kommunen, die geben da wirklich Geld rein, um technische Infrastruktur zu schaffen. Die geben jetzt in der aktuellen Situation auch Geld rein, um Luftreinigungsanlagen zu installieren. Ja, die machen das einfach, weil sie es für richtig halten. Ich kenne Kommunen, die sagen, ich warte nicht aufs Land mit dem Thema IT-Administration. Ich stelle jetzt einfach 2 oder 3 Fachleute ein und die sind für die Betreuung der Schulen zuständig. Das gibt es schon. Das muss die Kommune natürlich auch, ich sage, finanziell unterbringen und leisten können. Und der Gemeinderat muss sagen, das ist uns so wichtig, wir machen das. Aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die natürlich mit Geld zu tun haben. David, fällt dir was ein, was die Frage angeht, ich sage mal, die Sachen, die nichts kosten? Vielleicht ein Weg, wie man Sachen finanziert, die trotzdem was kosten, aber muss man nicht selber zahlen. Diese Medienentwicklungspläne waren lange Zeit ja Voraussetzung dafür, dass man die Gelder aus dem Digitalpakt beantragen kann. Das wurde jetzt zumindest so gestaltet, dass man die nachreichen kann. Ich ermuntere die Schulträger auch, auf die Schulen zuzugehen und gemeinsam nach Lösungen zu schauen, wie man diese Anträge so schnell wie möglich und so unbürokratisch wie möglich auf den Weg bringen kann, dass die Gelder vom Bund schnellstmöglich auch dann dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Weil mit den Geldern, das ist ein IT-Infrastrukturprogramm, kann dann erstmal Breitbandanschluss finanziert werden. Das wird vielleicht noch dauern, aber die Gelder sind dann vorhanden. Und hier darf es jetzt nicht dran scheitern, dass man irgendwelche Antragsfristen an Schulen weitergibt oder so, sondern dass man hier zu gemeinsamen Lösungen kommt, wie die Gelder schnell abgeholt werden können. Das betrifft auch die Sofortausstattungsprogramme, die jetzt im Nachklapp des Digitalpakts angegeben werden. Das Sofortausstattungsprogramm für Lehrkräfte, das Sofortausstattungsprogramm für benachteiligte Schülerinnen und Schüler, wo Leihgeräte kommen. Und da können sich dann, glaube ich, auch kleine Kommunen zusammentun und große Bestellungen in Auftrag geben und sich zusammenschließen. Aber es hat halt leider immer doch mit Geld zu tun, weil die anderen Sachen sind halt dann doch weniger diese Aufgabe des Schulträgers. Vielleicht auch zu sagen, der Schulträger hat für die eigenen Beschäftigten im Rathaus oder so ein IT-Unternehmen oder ein Administrator, dass man da Stellen aufstockt, kostet zwar auch wieder Geld, aber dass die Schule dann noch jemanden hat, gerade in kleineren Kommunen, wo es vielleicht nur eine kleine Grundschule oder eine Werkrealschule ist, wo man sagt, der schaut dann halt auch mal drüber, wenn es dann um das Ausrollen von Geräten geht. Aber das unterstützt Schulen auch massiv, weil Lehrkräfte mit 2 Stunden Deputatsermäßigung können nicht irgendwie 300 Geräte einfach mal so schnell ausrollen. Ja. Ja, das ist ja genau das. Also das eine ist diese Vernetzung. Das ist also der Schulträger und die Schulen müssen zusammenarbeiten. Und dann gibt es ja auch Kommunen, also die auch diese Eigenversorger. Also warum kann jetzt nicht so ein eigener Server zum Beispiel bei den Stadtwerken angesiedelt sein, dass da die auch dieses technische Know-how haben und dann machen die das halt ein Stück weit größer oder mehr. Also ich denke, da kann man schon auf kreative Lösungen kommen und das setzt sich halt auch auf die Bürgermeister und die, dass die sich vernetzen und dann kann man, glaube ich, Lösungen finden, die natürlich, es kostet einfach Geld, aber vielleicht nicht so viel Geld und vielleicht so dieses Zusammenarbeiten. Ich glaube, da
kann man was erreichen. Und ich meine, einige Kommunen sind auf dem Weg da. Ich glaube, der größte politische Wille ist da und dieses Zusammenarbeiten. Und wenn da das Land vielleicht auch mit einem Stück weit irgendwie nachhelfen kann. Dann höre ich euch aber richtig. Es ist also Kommune und Schulträger und die Schulen müssen dementsprechend eng zusammenarbeiten. Ideal wäre es, wenn es auch einen Ansprechpartner im Rathaus gibt, der beraten kann. Ich komme aus Sindelfingen und ich lese dauernd, dass Böblingen so eine Vorreiterstadt ist. Es ist die Zwillingsstadt sozusagen, unser Rivale. Und ich lese dauernd den Namen der Partner, der Stadt jenseits der Autobahn und frage mich, warum wir da nicht stehen, weil wir sind jetzt auch keine arme Kommune. Also es ist auch mit politischem Willen beziehungsweise mit kreativen Ideen, das Geld dann dementsprechend einzusetzen und die PS auf die Straße zu bringen, getan. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage, und zwar, wenn ihr jetzt so auf die Digitalisierung guckt, dann würde mich interessieren, ab wann ihr mit einer funktionierenden Digitalisierung in den Schulen rechnet. Also frisch frei von der Leber, 2023 habe ich gehört in Bezug auf die Lernplattform, Breitbandausbau in Baden-Württemberg hinkt sehr hinterher. Bis wann dieses ganze Potpourri an Sachen, bis wann seht ihr da Licht am Ende des Tunnels? Also meine Tochter ist jetzt in Klasse 9 in der Gemeinschaftsschule, die möchte gern Abitur machen. Also in 10, 11, 12, 13, in 4 Jahren. Ich glaube nicht, dass sie das noch alles in ihrer aktiven Schulzeit erleben wird. Ich bin da eher pessimistisch. Vielleicht, wenn sie dann, sie will auch Grundschullehrerin werden, vielleicht hat sie denn, wenn sie ins Studium kommt, dass sie da schon die ersten Pflichtkurse belegen muss in Mediendidaktik. Okay, also die nächsten 4 bis 5 Jahre, dann später. Andi, David, was meint ihr so? Ich finde die Frage schwierig, weil ich vorher schon gesagt habe, ich sehe die Schulen, an denen es jetzt schon der Fall ist, und die möchte ich nicht hinten runterfallen lassen, weil die über die letzten Jahre so ein unglaubliches Engagement gezeigt haben. Das heißt, es gibt viele, viele, viele Schulen in Baden-Württemberg, die da eine Vorreiterrolle spielen, auch wenn sie keine Unterstützung erfahren haben. Aber uns geht es ja darum, wie Baden-Württemberg als Land gut aufgestellt ist und die Schulen in Summe gut aufgestellt sind. Und da würde ich vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen. Ich glaube, die Mittel, die jetzt aus dem Digitalpakt und aus den anderen Förderprogrammen zur Verfügung gestellt wurden, die sind Investitionen, die sind jetzt getätigt. Das heißt, die Geräte sind bald an den Schulen, die Lehrkräfte sind versorgt, die Schülerinnen und Schüler sind versorgt. Vielleicht in 3 Jahren ist überall Internet vorhanden. Die Fortbildungen dazu gibt, da tauschen sich Lehrkräfte auf Twitter und sonst wo schon längst darüber aus, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Da glaube ich, habe ich am wenigsten Zweifel dran. Das heißt, 5 Jahre wäre für mich wirklich auch so eine Zahl, wo ich mir das vorstellen könnte, wenn es kein Bremsen durch die Politik gibt und wenn man die Schulen machen lässt, was sie können. Weil die Mittel sind jetzt da und die Geräte sind bald da und dann muss man die Schulen eben auch machen lassen. Ja, und das war das, was ich, wenn ich als Erster dran gewesen wäre, das klingt jetzt nachgeplappert, deswegen sage ich es. Ich habe mir gerade so gedacht, wenn diese Legislatur, die 2021 beginnt und bis 2026 dauert, wenn das der Planhorizont ist, weil Florian, du hast ja gefragt, bis wann haben wir das Thema quasi geschafft? Ich gebe David vollkommen recht, es gibt welche, die sind da schon viel weiter. Da können wir vielleicht sagen, die sind in 2 Jahren schon, auch was die Lehrerfortbildung angeht und alles schon so weit. Es gibt sicher welche, die sind noch relativ früh in dem Prozess. Ich sage, es muss unser Begehren sein, dass wir das in der nächsten Legislatur in Baden-Württemberg hinkriegen. Das muss eine der Hauptüberschriften über den bildungspolitischen Kapitel eines Koalitionsvertrages sein. Und bei dem Koalitionsvertrag würde ich gerne meine Unterschrift drunter setzen. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch sehr. Ich danke euch allen ganz herzlich für die spannende Debatte. Wir werden an dem Thema als FEF auch dranbleiben und zu politischer Bildung und so weiter und zur Digitalisierung auch weiterhin arbeiten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bedanke mich nochmal recht herzlich auch im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung und würde hiermit die Online-Sitzung beenden. Vielen Dank. Und vergesst mir bitte nicht die Umfrage, die Evaluierung. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Tschüss, vielen Dank. Ciao, danke euch. Ciao, danke schön. Danke, alles Gute.